Ich hab echt gedacht, wir sind durch. Wieder in Sicherheit. Achte auf die Straße, die Cops sind überall. Einbruch beim staatlichen Abschnitt des Zollamts. Verdächtiger fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßensperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs? Verschwinden wir, so schnell du kannst, Tom. Ja, wenn überall Straßensperren sind, wie komme ich denn da dran vorbei? Noch ein Kontrollpunkt! Machen den weiten Bogen, Tom! Mich verstecken bringt auch nichts, weil dadurch hört das nicht auf. Hat jemand den Laster gesehen? Erstattet Meldung, Leute. Ich glaube, das ist ein Labyrinth gerade, kann das sein? Ah ja, guck mal hier. Die einzige Stelle in der City. Scheiße! Noch eine Sperre! Finde einen anderen Weg! Das Labyrinth! Und ich glaube, wir sind gleich raus. Oh oh. Wir sind gleich durch. Wollen wir das Ding bei uns abstellen? Wollen wir das Ding wirklich bei uns abstellen? Too easy. Wo zur Hölle warst du auf dem Gelände? Wir wollten schon aufgeben. Es war ein Labyrinth. Ein Wunder, da was zu finden. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten. Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal. Bist du schon immer so gefahren? Wo war ich gerade? Ach, ja, was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Der LKW fährt nicht mehr als 60. Ich bin enttäuscht. Ich finde endlich mal für übermotorisierte LKWs, die endlich mal 200 auf der Autobahn fahren können. Dafür würde ich sogar in die Politik gehen. Ob das geht? So ein 40 Tonner, 200? Ich würde sagen, nee, oder? Ich habe Politik gehört. Na, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet, Askerdönchen. Ich habe gerade einfach nur kurz mal vor mich hergebrabbelt.
Also, nicht wirklich Politik. Ja, Truck Racing ist ja nicht gleich Truck Fahren. Der Volvo Iron Knight hat 2400 PS. Kappa? Wie Kappa? Bist du schon immer so gefahren? Nee, ich habe gerade Chat gelesen. Hey, Pauli! Bist du okay? Ja. Ja, aber ein paar Kisten sind jetzt durchlöchert. Wie schlimm ist es? Die ist am schlimmsten dran. Oh, sieht nicht gut aus. Der Don wird sauer sein, wenn die Zigarren ruiniert sind. Was zur Hölle? Scheiße. Das ist Stoff. Sicher? Ja, bin ich. Wo sind die Diamanten? Gibt keine. Das ist die wahre Beute. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen, das sind keine. Wir setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel? Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauli. Der Don kommt. Scheiße. Wir sagen kein Wort darüber zum Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst halten wir unsere Schnauzen. Klar? Ja, okay. Pauli? Ja, ja, ich werde nichts sagen. Hast du Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Na, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts härteres als Diamanten. Außer meinen Schwanz vielleicht. Ja, bravo, Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was habe ich gesagt? Okay, Boss. Wir hauen ab. Sam, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay. Wir sehen uns. Verdammt! Ich hab die Schnauze voll! Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben! Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt. Die Bank? Ja. Egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Machst du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hat uns der Don jetzt verarscht? Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe keinen Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Wo gehst du hin? Bahnhof? Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich Fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus.
musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Nebuchad? Aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass du immer mehr gern über die Stränge schlägst. Wer reitet nachts mit Sub durch den Wind? Es ist der Sergej mit deinem Kind. Er dreht es um und schüttelt es aus, dann kommt da jeden Monat das Sub-Geld raus. Moin, Maga. Da du ja öfter gerne mal über die Stränge schlägst, Nebuchad. Und ich auch nicht mehr so ein Freund davon bin, Leute auszuschließen und demnach auch nicht mehr wirklich aktiv banne. Kriegst du von mir jetzt eine Aufgabe und die nennt sich googeln und da gibst du ein Alltagsrassismus. Und das guckst du dir mal bitte an, okay? Und dann liest du dir das bitte nochmal durch. Und Kodiak, dankeschön, dass du die Courage besessen hast, ihn darauf anzusprechen. Nebuchad, wenn ich so eine gequälte Scheiße, die du vielleicht witzig meinst, nochmal in meinem Chat lese, dann ist das forever. Und das ist mir egal, wie lange du schon Sub bist. Ich möchte solche hirnverbrannten Witze nicht hören. Und da ist auch kein Kappa und kein Kappi und sonst irgendwas. Sondern du gehst jetzt reflektieren und ich will auch nicht mit dir diskutieren. Da gibt es keine Diskussionsgrundlage. Und auch kein anderer muss da jetzt reingrätschen und irgendwas zu sagen. Möchte ich gar nicht. Du gehst gucken, was Alltagsrassismus ist, stellst dich vor den Spiegel und reflektierst mal ganz kurz. Ist mir auch egal, wie alt du bist. Das hat hier drinnen nichts zu suchen. Bei mir überhaupt nicht. Okay? Und ich hoffe, wir haben uns beide verstanden. Weil das war völlig daneben. Und jetzt möchte ich gerne Mafia weiterspielen. Und ich hätte ja auch nicht erwartet, dass so ein Hirngespenst, wie ich würde gerne 200 mit dem LKW fahren, sowas auslöst. Danke. Pedro Moinsen. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Mach, was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht 5 Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf. Wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts.
Bist du bereit? Ich bin bereit. Gott, mein ganzes Handy ist nass. Ekelhaft. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung, oder es knallt! Hol den Direktor! Platz alle... Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz das Feuerwerk von Gefühlen, was Sergei hier zusammengeschrieben hat, vorlesen und das würdigen. Das war ein sehr schöner Resub, den ich heute gelesen habe. Wer reitet nachts mit Zap durch den Wind? Es ist der Sergei mit seinem Kind. Er dreht es um und schüttelt es durch. Und schüttelt es aus. Dann kommt da jeden Monat das Zap-Geld raus. So. Und jetzt könnt ihr euch alle mal an eure poetische Nase hier fassen. Und dann nehmt ihr eure Kinder und schüttelt eure poetischen Kinder erstmal eine Runde. Macht es Sergei gleich. Sergei, großartig. Ich finde das in Ordnung. Ein bisschen Massage und Aerobik tut dem Kind schon gar nicht mal so schlecht. Auf dem Boden! Tut dem Kind gar nicht mal so schlecht. Ja, feine Deutsch, große Deutsch, gute Deutsch. Herr Direktor! Hallo! Junge Dame? Ey, das wollte ich nicht. Okay. Komm mit zum Tresorraum. Ich mache, was Sie sagen. Gewalt ist nicht nötig. Fühlen Sie sich stark, weil Sie Kleinere schlagen? Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Aber er schüttelt dein Kind? Wie viele Wachmänner unten? Ich wurde ganz oft geschüttelt früher. Ich weiß nicht. Sehe ich eine Waffe, schieße ich. Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Paxnex, ich grüße dich übrigens, moin. Hey Sophie, moinsen. Wir möchten niemanden erschießen. Wie läuft's bei dir? Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder Kumpel? Los, weiter! Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Scher dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Andere Menschen sind schon mal eingeschlafen. Nur weil du die Arme oben hast, hast du nicht einen höheren Luftwiderstand, dass du so schleichen musst, verdammt! Denk dran. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Hast du dir gerade an den Eiern gekratzt, mein Freund? Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn, Jungs! Mich im Visier! Ey, das... Ich wollte das nicht. Das habt ihr ganz alleine zu verantworten. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Niemand muss sterben. Ich muss nicht sterben. Nee, aber ich will dir eine runterhauen. Okay, das funktioniert nicht. Wer kennt es nicht? Die Riesentresortür mit einem Schlüssel. Hey! Jesus, Maria und Josef. Eieieiei, das ist alles von meinem neuen YouTube-Account, Chat. Die ganze Knete von meinem YouTube-Account, dem neuen. Hör auf zu heulen! Boah. Verdammt! Die Kopf sind da! Weg, los! Schnapp das Geld, wir hauen ab!
Was? Was müssen wir jetzt noch mehr? Haben wir alles... Mara, was bist du denn nicht ganz dicht? Wir können doch 30 Leute erschießen. Lass doch die ganze Knete nicht liegen. Lass doch die ganze Knete da nicht liegen. Bist du bescheuert? Hey, wenn man doch schon mal an der Bank ist, dann mach doch gleich mal eine Großüberweisung. Hier gilt nicht das Überweisungslimit wie bei einer normalen, regulären Bank. Oh, Mann. Sie dürfen nur 1000 Euro am Tag abnehmen. Oh! Muss noch treffen. Überweisungslimit, wer kennt's nicht? Auf schönes Wetter! Open the gates! Wie nicht hier lang? Maga, steig ein in die Kiste. Hin in die Karre jetzt. Komm in die Gänge. Was machst du da? Oh, was soll... Du sollst das nicht doch schön verpacken und bügeln. Wohin? Scheißegal, aber häng sie ab. Ihr müsst irgendwo... Officer! Richtig, hinter mir ist besser als... Scheiße, ihr müsst euch jetzt bitte mit in die Kurven legen. Hab ich geschafft. Tommy, pass auf! Ich bekomme Meldungen, dass der Verdächtige in Oakwood ist. In Hogwarts? Boah, das rutscht. Maga, was ist? Ey, das ist nicht mein Ernst jetzt, oder? Tut mir leid, Kumpel. Alter, das ist nicht... Er ist zu Fuß unterwegs. Jetzt anrücken. Hey, das ist ein Polizeiwagen. Ich hab das nicht ernsthaft da geparkt und nicht wieder rausgekriegt, Leute. Oh Mann, das war richtig verkeilt, die Scheiße. Oh nö, das war richtig verkeilt. Los, fahr schon! Ich fahr doch schon! Scheißegal, aber häng sie ab! Ah! Dankeschön fürs Aufmachen. Tschüss, Herr Officer. Oh! Wir finden ihn.
zurück zur Patrouille. Und jetzt zum Palermo Club. Sams Club? Hey, der ist gerade leer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Hat er gerade Gangsterblatt, Gangsterblatt gesagt? Gangsterblatt, Gangsterblatt! Wir sind fast da, Tom. Fast geschafft. Es ist immer noch fast, Pauli. Wir haben es erst geschafft, wenn mein Herz sich wieder beruhigt hat. Nice. Nice. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Auf uns beide! Klar. Wir müssen los. Wir sehen uns morgen. Es sei denn, ich bin auch vorbei. Ach, komm schon, war ein Scherz. Ey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich. Fahr nach Hause, feier mit Sarah. Schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle. Ja, okay. Viel Glück. Man sieht sich, Kumpel. Gut. Was sagst du zum 24-Stunden-Rennen? Ich habe davon leider gar nichts mitgekriegt, Damon. Überhaupt gar nichts. Nicht. Ich spiele normal Wusi übrigens. Der Niedergang der Kunst. Sieh einer an. Oh, Sarah. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha, hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt. Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Na. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Okay.